Hallo und willkommen zur dritten Folge Let's Play Arma 3. Ich werde heute mit euch die Präsentation weiterspielen. Wir haben das letzte Mal den Kampftaucher gespielt und davor den Infanteristen und sind jetzt, soweit ich mich erinnern kann, bei der Fahrzeugklasse angekommen. Ja, genau. Probieren Sie die neuen Fahrzeugsteuerung, die neue Fahrzeugsteuerung von Arma 3 aus. Infiltrieren Sie die feindliche Basis, stehlen Sie den Wagen und genießen Sie die Feuerkraft der dort montierten Waffe. Ja, hört sich spannend an. Wir lassen uns einfach mal überraschen und steigen direkt ein, ohne groß zu quatschen. Ich muss sagen, dass ich mit der Fahrzeugsteuerung von Arma 2 nicht besonders zufrieden war. Also, allein die Tatsache, dass man mit der Maus ständig gelenkt hat, wenn man nicht Doppel-Alt gedrückt hat, hat mir schon ziemlich angekotzt. Auf gut Deutsch. Ja, dazu kann ich euch gleich mal einen Tipp geben in-game. Das muss ich allerdings im Hinterkopf behalten, das kann ich hier noch nicht zeigen, das werde ich gleich zeigen. Zuerst werde ich euch hier mal das Briefing wie immer vorstellen. Situation. Die ganze Insel ist jetzt fest in der Hand der Feinde. Das Oberkommando möchte, dass wir ihre Kommunikation und ihr Logistiknetzwerk ausschalten. Ein Team, Viper Green, ist bereits in Position und soll die Radaranlage sabotieren. Und sie, Rufname Viper Black, werden den Fuhrpark des Feindes einen empfindlichen Schlag versetzen. Es hat sich nämlich eine ungewöhnliche Gelegenheit ergeben. Eine Basis mit schwacher Verteidigung und ein schwer gepanzertes Fahrzeug. Wir setzen die Feuerkraft des Feindes gegen ihn selbst ein und führen dann in der resultierenden Verwirrung die Exfiltration durch. Ja, hört sich schon mal ziemlich nice an. Wie ihr seht, befinden wir uns diesmal auf der roten Seite, also auf der Opferseite. Das ist jetzt in dem Fall, soweit ich weiß, die Seite der iranischen Soldaten 2035, also quasi die Gegner der NATO. Ja, habe ich nichts gegen. Gehen wir mal in die Mission. Beschaffen Sie ein schwer gepanzertes Fahrzeug und stören Sie die Logistik des Feindes, indem Sie seinen zentralen Fuhrpark zerstören. Der Fuhrpark ist da hinten. Boah, das ist ja ganz schön weit weg, meine Güte. Das heißt, wir stellen hier das Fahrzeug, fahren dann hier durch dieses Tal und zerstören hier die feindlichen Fahrzeuge. Durchführung, infiltrieren Sie das Lager und stehlen Sie den geparkten Wagen, hier oben. Fahren Sie zu einer Position mit Überblick über das Militärdepot, hier vorne. Zerstören Sie alle dort befindlichen Fahrzeuge mit dem auf dem Dach montierten automatischen Granatwerfer. Klingt gut. Und begeben Sie sich zum Treffpunkt und verlassen Sie die Insel. Das müsste irgendwo hier in dem Gebiet sein. Ah, da vorne. Das müsste der Treffpunkt sein. Gut. Mein Team. Ich bin alleine. Sergeant Khalili. Khalili? Keine Ahnung. Wenn ich es falsch ausspreche, ja, Verzeihung. Ich bin nicht so beflossen in iranischen Namen, wenn es dann ein iranischer Name sein sollte. Präsentation. Probieren Sie die neue Fahrzeugsteuerung von Arma 3 aus. Infiltrieren Sie die feindliche Basis. Stehlen Sie den Wagen und genießen Sie die Feuerkraft der dort montierten Waffen. Hatten wir gerade eben, glaube ich, schon mal. Déjà-vu, weiß ich nicht genau. Ja, genug gelabert. Auf geht's. Steigen wir ein in den Spielspaß. Schon geht's los. Verbesserte Fahrphysik, Bild in Bild. Genau, Bild in Bild. Dazu muss ich euch gleich auch noch was sagen. Das werden wir nachher im Fahrzeug sehen. Der Gedanke, den ich im Hinterkopf habe, der bleibt erstmal im Hinterkopf. Den zeige ich euch später. Statusbericht im Norden von Stratis, 6.7.2035, 0450, wie sagt man das, 0450, keine Ahnung, auf jeden Fall 4:50 Uhr in der Früh. So, unten links der Chat, die Übersetzung des Funkverkehrs, den könnt ihr euch selbst übersetzen. Hier oben ist das feindliche Lager, da muss ich jetzt das Fahrzeug stehlen. Ich hoffe, wir haben nicht so viel Feinde da oben, die wir killen müssen. So, und
Das ist also das Outfit der iranischen Soldaten. Hinten, was ist das da auf dem Rücken? Ist das eine Gasmaske oder ist das eine Computereinheit? Oh, da kommt ein Auto. What the fuck? Gut, das hat mich zum Glück nicht gesehen. Ich laufe jetzt mal schnell da hoch. Ja, es kann sein, dass das da hinten, was mit dem Schlauch mit dem Helm verbunden ist, entweder ein Gasmaskenfuture ist, dass man sich einfach nur die Maske vor den Kopf setzen muss und hat direkt Frischluftzufuhr. Oder es handelt sich um eine Computerkomponente für die integrierte, also vielleicht ein Akku oder so, für das Nachtsichtgerät. Kann ich alles nicht sagen. Oh, da ist schon das feindliche Lager. Der Pfeil, da ist da hinten. Ich laufe mal hier außen rum. Vielleicht habe ich Glück und da ist ein Eingang. Oh, und da kommt noch ein Heli. Ach du Scheiße. Wollen die mich verarschen? Gegen was muss ich denn bitte hier kämpfen? Das ist ein Little Bird. Mit Bewaffnung. Ich habe keine Ahnung, wie die Little Birds hier im Spiel heißen. Oh, fuck, da hat mich schon jemand gesehen, wie es aussieht. What the fuck? Die können nämlich so schnell entdecken. Und da steht das Fahrzeug. Gut. Ich werde jetzt versuchen, keinen Soldaten zu killen, sondern einfach schnell wie möglich in das Fahrzeug hier reinzulaufen. Oh, schießt schon auf mich. Schnell, fahr los. Okay, ich bin im gepanzerten Wagen und ich fahre. Lol, was ist denn mit dem? Ist er einfach nicht angezogen gewesen. Habt ihr das gesehen? Wie geil ist das denn? So. Da hinten ist das feindliche Lager, das ich angreifen muss mit meinem Raketenwerfer hier, mit meinem Granatwerfer, Entschuldigung. Und es wird gespeichert, wunderbar. Jetzt als allererstes mal. Ah, komm. Oh, ich krieg Besuch. Was ich euch noch sagen wollte. Oh, nein, 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 fahr rückwärts so hoch. Die Fahrzeugsteuerung ist nicht besonders flüssig, also das dauert Ewigkeiten, bis der aufhört. Alter, ich hab. Irgendwas stimmt hier mit dem, mit der Lenkung gerade nicht. Das ist der gleiche Bug, den man auch in Arma 2 hatte. Ach, lol. Das muss ich jedes Mal neu aktivieren. Okay, pass auf, es gibt nämlich einen neuen Trick. Es gibt nämlich die sogenannte Mauslenkung hier in Arma. Das bedeutet, wenn man die freie Sicht nicht eingeschaltet hat, kann man mit der Maus lenken, also nach links und nach rechts fahren. Das kann man wie folgt ausschalten. Man geht in die Option Spiel, dann geht man in die Option Allgemein und dann geht man in Fahrzeugfreie Sicht aktivieren. Okay. Das bedeutet, ab jetzt ist dieses Doppel-Alt deaktiviert. Man muss also nicht Doppel-Alt drücken, um die freie Sicht zu haben, sondern man kann direkt fahren, ohne Doppel-Alt drücken zu müssen. Das habe ich jetzt eben vergessen einzustellen, beziehungsweise ich hatte es eingestellt gehabt, aber es hat es komischerweise wieder zurückgestellt. Das habe ich nämlich schon im Editor. Oh, geparkte feindliche Fahrzeuge. Da fahre ich nicht lang. Ach komm, fahr mal ein bisschen schneller hier. Der Wagen hat anscheinend nicht genug PS, um mich hier den Berg hochzubringen. So, da hinten ist das feindliche Lager. Dann fahre ich mal in die Richtung. Also das war das Erste. Jetzt gucke ich mal, wie das Fahrzeug. Oh, what the fuck? Wie geil ist das denn? Ich halte mal an. Bleibt er hier stehen? Ja, er bleibt stehen. Das ist der Innenraum des Wagens. Ziemlich detailliert gehalten. Und das Geile ist, achtet mal auf die Außenspiegel. Die Außenspiegel funktionieren, das habe ich schon mal in einem anderen Video gesehen, auf beiden Seiten. Es ist tatsächlich das, was hinter mir passiert. Und ich habe eine Rückfahrkamera, was perfekt zum Einparken geeignet ist. Das ist tatsächlich so, als wenn man hinten am Fahrzeug eine Kamera dran hat. Ich kann jetzt genau sehen, worauf ich hinten zufahre, wenn ich in der Innenansicht fahre. Ist ziemlich geil. Ich habe oben einen eingebauten Kompass mit der Gradzahl, in die ich fahre. Also mit der Richtung. Und auch direkt die Blickrichtung. Ich kann direkt sagen, auf wie viel Grad ich was sehe, wenn ich hier taktisch kämpfen würde mit einem Mitspieler. Aber ich fahre lieber in der Außenansicht, da ich innen nur kirren werde. Also ich kann.
Im echten Leben kein Problem, aber in so einem Videogame kann ich die Innenansicht echt überhaupt nicht ab. Aber vom Design her echt gut gemacht. Die Details sind zwar nicht sehr. Ja, also es sind nicht die besten Details überhaupt. Andere Games machen das besser, aber mit der Rückfahrkamera und den funktionierenden Außenspiegeln, das habe ich so bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht gesehen. So, da hinten ist schon die feindliche Stellung. Ich park mal hier und wechsle mal auf den Schützenplatz. Zum Schützensitz. So. Und jetzt kommt auch ein Future. Und zwar habe ich jetzt hier den Schützensitz von innen. Ich kann also jetzt auf dem Schützensitz sitzen und mir alles angucken. Wenn ich die freie Sicht ausschalte, kann ich tatsächlich über die echte Kamera im Fahrzeug alles gucken. Wie ihr sehen könnt, ich bewege jetzt nicht meine Figur, sondern ich bewege das Geschütz draußen und die Kamera bewegt sich im Fahrzeug. Also das Display zeigt das Bild des Geschützes außerhalb. Was ich ziemlich geil finde. Also das habe ich so bis jetzt auch noch nicht gesehen. Das Ganze macht jetzt für mich allerdings nicht besonders viel Sinn. Ich gehe mal in die rangezoomte Variante. Also wenn man rechte Maustaste drückt, dann kommt man in diesen, wie nennt sich das, Zoom oder Visier, ne? In den Visiermodus. Und jetzt direkt nochmal eine nützliche Information für alle, die ARMA und dessen Steuerung noch nicht so ganz gut kennen. Mit Plus und Minus auf dem Numpad kann ich jetzt grenzenlos zoomen in so einem digitalen Display. So, es handelt sich ja schließlich hier um eine Kamera und um keine mechanische Zielvorrichtung. Deswegen kann ich hier grenzenlos zoomen. Und oben rechts unter meiner unter meinem Magazin hier, wie heißt das hier, unter meiner Geschossauswahl oder wie auch immer sich das nennt, habe ich ja die Meteranzahl. Das ist das Zeroing. Ich kann nämlich auswählen, auf wie viel Meter ich zeroen will. Das heißt, auf wie viel 100 Meter das Fadenkreuz genau ist. Damit kann ich jetzt mit Bild auf und Bild ab das Zeroing verändern. Ich sehe, die Entfernung zu meinem Ziel beträgt 600 Meter, deswegen stelle ich das Zeroing auf 600 Meter ein. Jetzt ist das Ziel ungefähr im Fadenkreuz. Jetzt kann ich mal den ersten Schuss ausprobieren. Ich setze den ja ungefähr oben an der dicken Linie an und guck mal, wo die ankommt. Perfekt. Ich muss also noch ein bisschen tiefer gehen, dann treffe ich das Fahrzeug. Wunderbar. Ihr seht, die Soldaten kippen schon um. Und das erste Fahrzeug ist down. Perfekt. Das gleiche jetzt mit dem zweiten Fahrzeug. Das sind aber auch Vollidioten. Die merken, dass die Fahrzeuge. Ach, lol. Wow. گریفین من یکم صدا در میارم که اونا رو به سمت خودم بکشم تمام به تو بستگی داره وایپر بلک ما تیم کمکی رو اعزام کردیم اما 10 دقیقه تاخیر داره وایپر گرین موقعیتتون رو حفظ کنید گریفین تمام Okay, ich habe jetzt gerade im Chat vorgeschlagen, dass ich hier Lärm mache. Meine aktuelle Mission sagt mir aber an, dass ich mich 1 Kilometer nach da oben zurückziehen soll. Ich guck mal, mit M kann man die Karte aufrufen. Da kommt auch die aktuelle, da kann man auch die Mission angucken, die man machen soll. Mission oder Aufgaben. Ich soll Exfiltration, treffen Sie sich mit Ihrer Eskorte und verlassen Sie die Insel, um Ihren Auftrag abzuschließen. Funkturm sabotieren optional. Wir brauchen eine weitere Ablenkung, damit Bravo Green sich zurückziehen kann. Eine Sprengung des Funkturms in der Nähe des Haupttors dürfte das bewerkstelligen. Okay, jetzt setze ich mir mal auf der Karte einen Nav Point. Ach, da ist schon ein Nav Point. Wunderbar. Ich habe also die Entfernung. 1 Kilometer. Ich stelle mir jetzt mein Zeroing auf 1 Kilometer. So, 1 Kilometer. Und dann gucke ich mal, ob ich die restlichen Granaten da oben ins Ziel bekomme. Oh lol. Da ist ein Heli. Ah, das sind unsere Leute. Okay.
Ist die Frage, ob meine Granaten da hinten was ausrichten? Ich habe keine Granaten mehr. Mal gucken, ob das ausreicht. Oh lol, bei mir fleckt was ein. Fuck, 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 fuck. Ich bin mitten im Feindbeschuss. Wie lustig, dass die... Boah, okay. Ich muss mich jetzt beeilen. Ich werde beschossen ohne Ende. Oh, meine Reifen sind schon kaputt. Ich glaube, ich muss gleich... entweder schaffe ich es mit dem Fahrzeug jetzt noch darüber zu fahren. Ne, ne, kann ich vergessen. Ich muss nochmal laden. Dumm gelaufen. Ich hätte mich ein bisschen bewegen sollen. Ich bin von irgendwo beschossen worden. Autosave. Wäre ja auch ein Wunder gewesen, wenn ich beim ersten Mal direkt die Mission geschafft hätte. Oh, what the fuck, wo bin ich? Zerstören. Achso, ja genau, jetzt kommen gleich die feindlichen Fahrzeuge da vorne, deswegen biege ich jetzt hier schon auf den Berg ab. Ich muss also nochmal die Fahrzeuge unten im Lager zerstören. Das war ja zum Glück nicht besonders schwer. Und dann versuche ich mal da oben den Funkturm kaputt zu machen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man den sabotieren soll. Wow. Okay, okay, Vorsicht, deine... Alter, Verwalter. Ja. Meine Güte. Puh. Das Fahrzeug lässt sich bei hoher Geschwindigkeit bergab echt nicht mehr gut steuern. Aber es ist doch deutlich flüssiger als noch in Arma 2. Okay, ich fahre nochmal auf die Position, wo ich eben war. Da hat es ja gut geklappt. Ich bin allerdings ratlos, ob ich jetzt eben irgendwas falsch gemacht habe. Also ich habe ja nachher noch ein paar Granaten auf die Autos da geschossen. Wahrscheinlich hätte ich die restlichen Granaten komplett oben auf den Funkturm schießen sollen, um den zu zerstören. Aber das ist ja auch nur ein optionales Missionsziel. Also ich kann es auch sein lassen. Aber es reizt mich schon, zu wissen, was dann passiert, wenn ich den Funkturm zerstöre. Obwohl sabotieren... ist halt die Frage, ob ich den tatsächlich mit Granaten beschießen soll oder ob ich da hochfahren soll und da... Das sah mehr nach einem Wegpunkt aus als nach einem Beschusspunkt. Ich gucke gleich einfach mal. Ich schieße da ein paar Granaten hin und wenn es nicht funktioniert, dann fahre ich mit dem Auto hin und versuche es zu sabotieren. So. Ich bin jetzt hier oben auf dem Berg. 600 Meter noch bis nach da unten. Perfekt. Stelle ich mich mal auf den Schützenplatz. Visiere an. Zoome rein. Und Zero auf... Wie viel Meter sind das? Das sind 662 Meter, also auf 700 Meter. Und dann gucke ich mal, wo die Granaten einschlagen. Oh, viel zu hoch. Ich muss also auf 600 Meter... Okay, ich muss ungefähr auf dem Fadenkreuz anhalten, wie es aussieht. Bisschen drüber. Wunderbar. Ich versuche mal die Motorhaube zu treffen. Scheiße, jetzt sicher letzte Fahrzeug, Alter, da ist es. Gut. Griffin Viper Black. Amaliyat 2 tamam shud. Be samt mahall mulaqat mirim. Tamam. Ich fahre jetzt schon mal in die Richtung. Ich weiß ja, worauf das Gespräch hinausläuft. Griffin, ich habe eine Stimme, die ich nicht mehr kann. Griffin, ich habe eine Stimme, die ich nicht mehr kann. Viper Black. Wir haben die Kommandierung gemacht, aber 10 Sekunden Zeit. Viper Green.
موقعیتتون رو حفظ کنید. گریفین، تمام. Ich gucke jetzt mal, ob ich es bis da vorne zum Funkturm schaffe. Ich habe mich jetzt gerade eben oh, da liegen schon feindliche Soldaten. LOL. Das Lustige ist, dass sie einfach nichts machen können, weil ich mit einem gepanzerten Fahrzeug an ihnen vorbeifahre. Aber hier schlagen schon die ersten Granaten ein. Ich muss nur den Granaten ausweichen. Oh, und die kommen immer näher, die Einschläge. Auf. Die werfen mit Granaten auf mich, LOL. Wie viele Feinde hier einfach sind, aber sie haben zum Glück noch nicht getroffen. Bin mal gespannt, was mich hier erwartet. Es kann sein, dass ich jetzt wieder drauf gehe oder dass mein Fahrzeug kaputt geht. Das wäre ein bisschen scheiße. Aber dann sehen wir, dann weiß ich ja wenigstens, dass ich hier nicht hinfahren soll, sondern dass ich da reinschießen soll. Okay, Leute, ich überfahre die jetzt einfach. Wenn ich sie treffen würde. Das üben wir nochmal. Oh, fuck. Hä? Lol, der ist in meinen Wagen reingelaufen. Was für ein Vollidiot. Aber ich höre hier noch irgendwas schießen. Da kommen auf jeden Fall Granaten an. Ich setze mich jetzt einfach hier auf den Schützenplatz und schieße da auf die Antenne. Zum Schützensitz. Schnell zielen. Minus. Zeroing raus. Das sind ja gerade mal 70 Meter, also... Okay. Scheint. Muss ich ja vielleicht mit dem Auto gegenfahren oder was? Nein. Das war eine dumme Idee. Ach, lol, da ist eine Leiter. Wahrscheinlich muss ich da hoch oder wie? Leiter hochsteigen. Okay, ich habe gerade meinen Auto zu Brei gefahren. Wahrscheinlich muss ich einfach da hochklettern und das Ding sabotieren. So blöd, wie ich bin. Ah. Nee, schade. Schade, schade, schade. Ein Feature, was mich bei Arma 2 schon mega hart abgefuckt hat, ist die Tatsache, dass bei der Leiteranimation die Füße nicht immer die Sprossen berühren. Ich meine, ist jetzt auch nicht so wichtig, aber es handelt sich hier um eine Simulation. Und die Leiter-Simulationen bei Arma waren schon immer äußerst grässlich. Also ich habe mich immer gegraust, dabei zuzugucken, so wie jetzt gerade. Ich kann es echt nicht mehr sehen. Und bei Arma 2 ist man jetzt einfach, ja, so wie jetzt gerade, von der Leiter weggerutscht und man hatte immer Angst, dass man irgendwo runterfällt. Ja, jetzt bin ich hier oben. Wie zum Henker sabotiere ich jetzt die Satellitenanlage? Oder hätte ich einfach hier oben gegen schießen sollen? Kann man hier noch weiter hoch? Nee, sieht nicht so aus. Jetzt bin ich echt ratlos. Ah, Sprengladung platzieren. ...40 Sekunden Zeit. Ich glaube, ich hätte die Sprengladung da unten platzieren sollen. Ich weiß nicht, ob ich in 40 Sekunden da unten weg bin. Okay, ich habe also eine Sprengladung. Das erklärt einiges. Ich muss also nicht mit dem Auto da unten gegen den Pfosten fahren. Das war echt ein Hirnfurz gerade. Tut mir leid. Aber so ist das halt, ne? Wenn man den ganzen Tag DayZ zockt und mit Autos überall gegenfährt, dann hat man das Verlangen, das auch in Arma 3 zu tun. Apropos, ich bin schon gefragt worden. Okay, war also... Den Funkturm habe ich sabotiert, aber die... Der Timer war nicht schnell genug. War nicht langsam genug. Ich bin also gezwungen,
das Ganze nochmal zu machen. Ich bin also jetzt schlauer als vorher. Ich weiß, dass ich, ach, meine Fresse. Dass ich da eine Sprengladung platzieren muss. Ich hoffe, ihr habt jetzt trotzdem noch Spaß hier an dem Spiel. Also dabei, mir zuzugucken. Obwohl ich hier zum 50.000. Mal das gleiche tue. Ja. Damit ich euch nicht langweile, erzähle ich euch mal was Neues. Und zwar, wo ich eben unterbrochen worden bin. Ich bin gefragt worden, ob ich Arma 3 auch zum DayZ-Spiel nutzen werde. Und höchstwahrscheinlich werde ich das auch tun. Es kommt allerdings darauf an, wie viele von meinen Freunden sich auch Arma 3 holen werden. Weil ich nämlich keinen Bock habe, alleine hier irgendwas auf die Beine zu stellen. Ich bin nämlich nicht so der Singleplayer, was DayZ und solche Projekte angeht. Da bin ich doch lieber mit anderen Leuten zusammen. Ja, allein aus dem Grund, weil ich einfach gerne im Team spiele. Die Standalone-Version von DayZ werde ich auf jeden Fall zocken, wenn sie rauskommt. Die werde ich auf jeden Fall anzocken. Aber, ja, DayZ hier in Arma 3, das wird sich danach richten, wie viele von meinen Freunden das mitspielen werden. Worauf ich auch richtig Bock habe, ist, so ein bisschen die Realität hier ins Spiel reinzubringen. Also ich habe Bock, mal ein paar Kampagnen im Editor zu erstellen, also ein paar Missionen. Und die mit Freunden, sobald die Arma 3 haben, mal anzuzocken. Und dann nicht hier wie von wegen Schlammschlacht und versuchen hier einfach so schnell wie möglich die Mission abzuschließen, sondern das Ganze mal realistisch anzugehen. Nämlich nach den Prinzipien, die ich mal beim Bund gelernt habe. Ich kann mich zwar an das meiste nicht mehr erinnern, aber die Grundzüge kenne ich schon noch. Schützenreihe, Schützenrudel, bla bla bla. Irgendjemand hat dann ist dann halt der Ranghöchste und hat dann das Sagen und alle anderen müssen sich danach richten. Das kann, glaube ich, ziemlich geil werden. Vor allen Dingen kann man ja hier in dem Spiel endlich mal das Ganze richtig gut rüberbringen. Also man kann ja, seinen Kumpels dann im Teamspeak sagen, was sie machen sollen. Dann kann man zum Beispiel machen, dass eine Gruppe die Angreifer sind und die andere Gruppe ist dann der Verteidiger. Kann man im Überlager machen oder die eine Gruppe ist ein Konvoi, der irgendwo hinfahren soll und die andere Gruppe ist dann die Gruppe, die das sabotieren soll und so weiter und so fort. Also da fallen mir lauter Dinge ein, die man richtig geil machen kann mit Arma 3. Und ja, könnt ihr mal einfach mal in die Kommentare schreiben oder einfach mal so eine Rückmeldung geben, was ihr davon haltet. Ich habe da echt Bock drauf. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal gerne mitmachen, wenn ihr Arma 3 habt. Einfach eine private Nachricht schicken oder in die Kommentare. Dann gucken wir mal und besprechen das Ganze. Ich bin jetzt erstmal hier damit beschäftigt, die Fahrzeuge zu zerstören. Lol, irgendwie kommen die Granaten. Guck mal, ich ziele immer höher. Scheiße, ich habe nur 5 Granaten und ich muss das Fahrzeug da hinten zerstören. Ah, Glück gehabt. Lol. Nur noch eine scheiß Granate übrig. Ich werde jetzt versuchen, die Sprengladung mal unten am Turm zu platzieren. گریفین من یکم صدا در میارم که اونا رو به سمت خودم بکشم تمام به تو بستگی داره وایپر بلک ما تیم کمکی رو اعزام کردیم اما 10 دقیقه تاخیر داره وایپر گرین موقعیتتون رو حفظ کنید گریفین تمام Ja, klar mache ich das. Kein Problem. Hab sonst nichts zu tun. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann entweder habe ich dann keinen Bock mehr oder ich mache eine zweite Folge draus, weil irgendwie zum vierten Mal jetzt hier lang fahren. Mal gucken.
Also ich muss mich jetzt nur ein bisschen konzentrieren, dann ist das auch kein Problem, würde ich sagen. Nur nicht von den Granaten getroffen werden. Und ich muss diese beiden Soldaten überfahren, die da oben langlaufen. Das Gute ist, dass die ja so dämlich sind anscheinend, dass die vor mein Auto laufen. Das muss jetzt nur noch ein zweites Mal klappen und dann ist die Katze im Sack. So, da sind wir schon. 100 Meter. Wo sind die zwei Bewacher? Da oben laufen sie. Korrektur, da oben liefen sie. Ah, oh, einer lebt noch, war klar. Lol, hat er sich selbst... er hat sich selbst gesprengt. Wie armselig ist das denn bitte? Okay, ich muss ja noch ein bisschen im Kreis fahren, bis die Soldaten hier keine Raketen mehr haben oder mit was auch immer die da schießen. Das war... Boah! Weil eben hat es ja auch kurzfristig aufgehört, auf mich zu schießen. Lol, okay. Ich muss jetzt aussteigen. Die Engine ist rot, das ist immer ein sehr schlechtes Zeichen. Aussteigen. Schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Sprengladung platzieren. Zünder auf 40 Sekunden einstellen. Okay, sie haben auf mein Auto geschossen. Ich muss jetzt schnell weg hier. Ich muss jetzt also zu Fuß laufen, mehr oder weniger. Gezwungenermaßen. Und ich hoffe, dass der nächste Kontrollpunkt nicht 1000 Meter weit weg ist und dass ich nicht zwischendurch abgeknallt werde. Aber ich meine mich erinnern zu können, dass der Aufnahmepunkt hier irgendwo am Meer war. Deswegen wird schon schief gehen. Okay, ich bin 100 Meter weit weg. Ich werde mich jetzt hier mal auf den Stein stellen. Habe ich jetzt doch wieder ein schlechtes Gefühl wegen den Steinglitches. Da fängt es nämlich schon an. Ich werde mich nicht auf den Stein stellen. Ich werde das Ganze von weiter weg beobachten. Gut, perfekt. Und ich muss... Ja, top. 140 Meter in die Richtung. Das ist ja zu Fuß leicht zu schaffen. Solange ich jetzt nicht auf 1000 Feinde treffe. Ja, top. Wir haben das Auto zwar verloren, aber da liegt ein Schlauchboot. Und da sind auch schon meine Kumpels. Sehr, 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 sehr schön. Das Boot ist bereit. Gehen wir. Aber wir sind nur zu... Ach ja, stimmt. Wir waren ja nur zu zweit. Stimmt, stimmt, stimmt. Er hat ja auch irgendwas gemacht. Ja, ja. Der war ja woanders. Ich habe ihm ja quasi dadurch Deckung gegeben. Voller Erfolg. Ja, top. Die Frage ist, warum liege ich da auf dem Schlauchboot? Das sieht irgendwie ein bisschen beschissen aus, aber, nö, man kennt ja Arma. Sie haben nicht nur ihr Primalziel erreicht, sondern auch noch dafür gesorgt, dass Bravo Green lebend zurückgekommen ist. Außergewöhnliche Leistung. Außergewöhnliche Leistung? Ja, okay, also ich meine, nach dem dritten Mal laden, so außergewöhnlich war das jetzt auch wieder nicht. Ja. Das war die Vorstellung des, die Präsentation der Fahrzeuge. Wir haben zwar nur ein Fahrzeug vorgestellt, aber wie gesagt, ich werde den Editor noch ein bisschen durchstöbern und mal alle Fahrzeuge vorstellen mit Waffen und wie sie sich fahren lassen und so weiter und so fort. Das kommt alles noch. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit den Helikoptern. Bis dahin, ja, spiele ich die restlichen Präsentationen auch noch weiter. Und ich hoffe, ihr seid immer noch mit dabei, dass ihr Spaß daran habt. Ja, Kritik und Morddrohungen wie immer in die Kommentare, um einen guten Freund zu zitieren. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Und, achso, ja genau, wegen dem Simulations... Strategie-Gedöns in Arma 3, die Missionen, die ich erstellen wollte für mich und meine Freunde. Wenn ihr Interesse habt, mitzumachen und ihr Arma 3 besitzt, schreibt es einfach in die Kommentare. Mich würde es freuen, mal ein paar neue Gesichter und ein paar neue Stimmen kennenzulernen. Und ja, alles Weitere besprechen wir dann. Dann würde ich sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis dann.
Tschüss mit euch.